Es heißt ein dunkler Schrecken aus den Impässen oberhalb von Minas Morgul. So. Ah, die Katas nehmen wir auch mit. Steht nur noch eins da, gell? Ne, hier noch eins. So, Kada? Kada. 4. So. So, ja, wie machen wir das jetzt? Greifen wir jetzt von der mittleren Brücke aus an, oder wie? Ne, wir stellen euch einfach jetzt mal da vorne hin. Einfach auf die Brücke und ihr haltet die Stelle. Und mit 2 und 4 gehen wir mal da hoch jetzt. So, das läuft super. Da halten wir die Brücke eigentlich. Ja, diese scheiß Kadas, die brauchen wir natürlich nicht. Du komm mal an den Brunnen und dich heilen, Freundchen. So, jetzt reiten wir das mal durch. Und machen die Kadas kaputt. What? Komm, Kadas weg. So, die machen nämlich den meisten Schaden. Und jetzt können wir wieder zurückgehen. So. Oh, da ist ein Asgul. Aber der ist mit den Feuerpfeilen natürlich sehr, sehr schnell kaputt. Da haben die ja keine Chance. Schau mal, ist die. So. So, komm, Nazgul, mach den Nazgul weg. So, komm, die Trolle weg. Trolle weg. Trolle weg. Gut, die Trolle sind weg. So, habt ihr das da im Griff eigentlich? Ich glaube schon. Und hier gehen wir mal von unten her. Wir helfen euch jetzt mal hier. Gib mal Hilfe von den Rohirrim. So, dann machen wir hier mal die Kadas kaputt hier. So, und dann kümmern wir uns schon mal um das Lager hier. Erstmal um die Truppen natürlich da drin. So. Welche Verteidigung? So. Jetzt kämpfen wir ja an mehreren Fronten. Jetzt machen wir mal wie die. Sind wir mal ganz cool und haben das voll drauf hier. So. Weil es eigentlich gleichzeitig macht, dann haben wir eigentlich keine Chance. So, und Katapulte. Ach, die können ja gar nichts. Die können, ach. Nee, die Reiter nicht. Die Reiter nicht. So, ihr seid ja auch gut dabei. Und ihr macht hier auch fett Radau, das ist super. So, dann nehmen wir euch mal noch dazu, um das Kader hier zu zerstören. Wie jetzt? Das nehmen wir noch mit euch hier. Weil da sind die jetzt nicht so geil. Wie jetzt? Komm. Ah, da. Gut. Hammer. Noch zwei. Noch zwei? Feindliche Stützpunkte? Wie ist denn das passiert? So, jetzt gucken wir mal da unten. Da haben wir ja hier noch so. Erforschen wir noch das Zeug hier. Genauso wie hier bauen wir mal noch
die Sachen und hier die zwei hier. Dann können wir die anderen auch noch ausrüsten. Gilead wurde überrannt. Der Feind ist unter uns. So. Ich tat, was ich für das Richtige hielt. Und dann bauen wir hier schön Gehöfte hin. Dass wir noch ein bisschen hier natürlich Rohstoffe haben, um die Leute dann auch ausrüsten zu können. So, wo sind jetzt die anderen Stützpunkte hier? So, die Kallas kommen auch mal mit. Warte, da ist doch der Stützpunkt hier, warte. Da, da können wir gleich mal hierher. Beziehungsweise Katapulte gehen mal auf das da. Ich würde den Ring nie verwenden. Selbst wenn Minas Tirith die Vernichtung droht und ich alleine rette. Ja Leute, ihr sollt nicht davor schimmeln, sondern ihr sollt das Gebäude kaputt machen. Und jetzt die Truppen kaputt machen, okay? Okay. Soll euch nicht hier so zermalmen lassen. Mal ein bisschen Wolkenbruch hier. Die anderen das auch, dass hier keinen Stress gibt. Ich tat, was ich für das Richtige. Wo? Guter Nasgul. So, jetzt gehen wir hier mal voll rein. Wo kommen denn die alle her? Ah, da hinten ist wahrscheinlich dann noch das andere Lager. Ach scheiße, jetzt habe ich nichts mehr. Dann pflanzen wir hier wenigstens mal einen Elbenwald her. Dass wir hier super kämpfen können. Ja, ja, mehr Steine ist okay. Sehr gut, die Katas müssen weg. Das ist das Wichtigste. Komm, Katar weg. Sehr gut. Und das Katar hier weg. Das ist das Wichtigste. Die kriegen dann schon auf den Sack da unten. Und meine Reiter, die machen das alle fertig. Das ist super. Das ist unser Ziel. Ich würde den Ring nie verwenden. So. Wenn Minas Tirith die Vernichtung droht und ich alleine retten. Nein, 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 nein. Ihr Reiter kommt da wieder zurück. Ihr macht euch nicht kaputt. Wollen wir später nochmal. So, bei dem Infanterie-Bataillon müssen wir mal die Gefechtsformation ändern. Okay, haben wir gemacht. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Super. Noch ein feindlicher Stützpunkt. Alles klar soweit. Ihr kommt ja alle jetzt mal rein. Denn wir basteln hier mal ein Brünschen. Genau hierher. Und dann heilen wir uns erstmal für den letzten Sturm. So, ich baue jetzt aber auch nochmal so ein Steinbruch. Habe ich mal Bock drauf, das noch zu erforschen. Nazgul! Nazgul! Schlagalarm! So, ciao, gell, Nazgul. Shit, ein Kader ist kaputt gegangen. Das andere auch. Mist. Scheiße. Ist egal, ist egal, ist egal. Nicht so schlimm. Was gibt es Neues? Hier bleibt alle schön stehen, okay? Macht nichts. Wie jetzt, ihr Zecke? Ach, scheiße. Ihr seid bescheuert. Voll behämmert, ihr Pfeifen.
Ja, das kriegt er eh nicht hin. So, okay. Da haben wir jetzt eigentlich alles gebaut. Dann können wir die ja auch mal ausrüsten. Leise jetzt. Leise. Schwerter! Unsere Festung. Sehr gut. Schwerter! Großmütigen Taten sollte nicht durch kalten Rat Einhalt geboten werden. Ja, machen wir mal hier. Zack. Weil bis die nämlich hier fertig sind, haben wir nämlich auch noch das Mauerwerk verstärkt. Numenor Mauerwerk. So, haben jetzt alle, uns alle geheilt. Ja, wir haben ein bisschen Truppen verloren, irgendwie. Ich trage das Banner Gondor. Ihr dürft diesen Weg nicht gehen. Es heißt ein dunkler Schrecken aus den Impässen oberhalb. Wirst, wieso laufen die hier vorbei? Ja, dann sollen wir mal machen. Wir greifen dabei von unten an, okay? Das Ritter der weißen Stadt. Aus Gilead nach Rüben. Ah, hier sterben sie uns alle weg. Irgendwie. Aber kein Stress. Wenn die hier da hochlaufen, machen wir das hier unten fertig. So. Okay, cool. Führerschaft, Angstresistenz für Bogenschützen. Sehr gut. Gut, dass ihr dann so gut seid. Das ist sehr gut. Verbände setzen auf den Fluss über. Ja, da kommen wieder so ein paar blöde, billige Orks, die nichts können. Stimmt das? Ist das so ein... Ah, das sind die kommen die Belagerungsmaschinen raus. Genau, das ist es. Oh, jetzt werden wir von zwei Fronten angegriffen. Nicht geil. Wir holen jetzt mal die Ritter. Die können jetzt auch mal was tun. Wir lassen uns mal noch ein bisschen vom Bogenschützen unterstützen. Elben Bogenschützen. Immer gut. Dann pflanzen wir uns hier einen Wald her, in dem wir dann gescheit kämpfen. Wieso kann ich den da nicht herstellen? Jetzt da. So, jetzt können wir auch super kämpfen und haben noch mehr Rüstung und bla und blö und blu, halt alles, was es so gibt, gell? So, die Reiter sind jetzt auch da. Die schicken wir mal darüber. So, jetzt können wir noch mit den Rohan-Reitern anfangen hier. Warte mal, zack, 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 wo könnt ihr euch herpflanzen? Da. Dann könnt ihr wieder heimgehen. Die können das nämlich besser, beziehungsweise bei denen ist egal, wenn die kaputt gehen. So, ja, Leute, rumstehen ist nicht, ne? Rumstehen ist nicht. Müsst schon was machen. Ja, und das war's dann auch, weil wenn die zwei Gebäude gefallen sind, dann haben wir hier nämlich auch wieder gewonnen. Jetzt können wir noch fertig hier reiten, hier kaputt reiten. Zack, zack, zack. Und wir haben sie niedergeworfen. Uhu. Sieg, Sieg, Sieg. Klasse. Super gemacht. Haben wir echt toll gemacht. Ich klopfe mal hier schnell auf die Schulter. Ja. Natürlich. Ja, jetzt hauen sie mal wieder ab zu ihrer Armee zurück. Aus Gilead erstmal verteidigt, aber schade. Da kommt noch ganz schön was auf uns zu. Gut, die Bonusziele haben erreicht. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ja, es sind ganz schön viele wieder aufgestiegen, muss man sagen. Okay, Gesamtsieg natürlich. Super. 3 Spezialfähigkeit. Ganz geil, ganz geil. So. Aus Gilead verteidigt. Party. Wuhu. Die Reise des Ringträgers wird immer gefährlicher. Oh. Mit dem tückischen Gollum als Führer müssen Frodo und Sam vorbei an unzähligen Gegnern einen Weg nach Mordor finden. So, so. Wir müssen einen Weg nach Mordor finden mit Frodo und Sam. Kankras Lauer. Das wird dann im nächsten Teil gemacht, natürlich, wie immer. Und dann würde ich sagen, für jetzt einfach mal einen kurzen Schlussstrich. See ya!